Hallo mein Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mal wieder mit euch ein leckeres Dessert machen. Dazu kocht ihr als allererstes ein Päckchen Milchreis nach Packungsanleitung und lasst ihn schön abkühlen. Dann kocht ihr ein Päckchen Puddingpulver nach Packungsanleitung, aber statt mit 500 ml Milch nur mit 300 ml Milch. Dann schlagt ihr 200 ml Schlagsahne und ein Päckchen Sahne steif und hebt das unter den Schokoladenpudding. Dann schneidet ihr ca. 350 Gramm frische Erdbeeren in Würfel. Nun haben wir alles für unser Dessert vorbereitet. Jetzt fangen wir an mit den Schichten. Dazu füllt ihr als allererstes etwas Milchreis in euer Dessertgläschen. Darauf gebt ihr ein paar Erdbeeren. Und zum Schluss kommt der Schokoladenpudding oben drauf. Und damit ist ein leckeres und einfaches Schichtdessert ganz schnell fertig. Ich hoffe, ich habe euch wieder was Leckeres gezeigt, meine Lieben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Und gutes Gelingen. Tschüss!